Pokémon Mystery Dungeon Plot Krieg Spezial. Ein wahres Finale. Komm, steh auf. Guter Kampf, ihr beiden. Kurz zögerte das Akani, doch im Angesicht der tobenden Massen und dieser Geste der Freundschaft durchfuhr ihn ein warmes Gefühl. Dankend nahm er die Hilfestellung an und erhob sich wieder. Guter Kampf, Elementara. Ihr seid uns einfach noch über. Sie nickte bloß kurz. Lasst uns gleich weiterreden, ich werde schnell das Mikrofon holen. Hastig machte sie sich auf, wobei Darkrai sich entschied, ihr zu folgen. Aurora hatte recht gehabt. Zwar hatten sie den Kampf verloren, doch lieber verloren sie wie wahre Kämpfer, als zu siegen wie Verlierer. Und doch fuhr dem Vulnona ein kurzer Schauer über den Rücken. War dort am Himmel gerade etwas gewesen? Irgendjemand hatte sie beobachtet. Und durch Endynalos Auftritt konnte sie sich gut vorstellen, wer es gewesen war. Elementara kehrte zurück, das Mikrofon nun bei sich, dafür ihr Teampartner nicht mehr. Also dann, Crowning. Eine weitere Saison der Königsliga endet heute. Und wieder verteidigte Team Nordica einen Titel. Ein Applaus für die Champions. Aber auch für die Herausforderer von Polana Vatra, die einen tollen Kampf lieferten. Beide Teams waren auf dem Kampffeld versammelt und beobachteten, wie sich die Reihen wenige Minuten später deutlich leerten. Elementara schien nun einen geeigneten Moment zu sehen, um noch einmal ein Gespräch zu beginnen. Also, Aurora, Kel, Mashadow, Seraora, Monagoras, ihr alle. Ich muss noch einmal mit euch sprechen. Sie blickte durch die Reihen ihrer Teampartner, abzüglich natürlich Darkrai, und atmete kurz schwer durch. Kommt mit! Nicht wissen, was sie erwarten sollten, folgte das gesamte Team wortlos der Ligaleiterin. Zunächst hinab in die Kabinen, dann die Treppe hinauf in den Hauptraum und dann in die sonst abgeschlossene Tür und hinunter, dorthin, wo das Kaiser-Emblem wartete. Also, dieses ganze Duell gerade war nicht, was ich mir vorgestellt hatte. Das weiß ich. Und wurde vielleicht auch mit böserem Blut ausgetragen als nötig. Wahrscheinlich hatte ich bei der ganzen Sache mit dem Emblem überreagiert. Ich hatte natürlich meinen Stolz als Liga-Leiterin und Championess, aber der ist mir vermutlich etwas zu Kopf gestiegen. Wisst ihr, Darkrai hat mich noch auf das Emblem angesprochen und ich weiß, dass vielleicht nicht zwingend die beste Wahl ist, ihm bei so einem Thema zu vertrauen, aber er hat mir klargemacht, dass ich eigentlich nicht das Recht habe, euch einen Teil der Plot-Armor vorzuenthalten. Ein neues Kaiser-Emblem kann die Liga immer finden, aber eine neue Plot-Armor findet ihr nirgends. Ganz Polana Vatra wusste bereits, worauf das Regen-Pokémon letztlich hinaus wollte. Also, du meinst wirklich, dass wir das Emblem haben sollten? Nein. Das Kaiser-Emblem ist das Zeichen der Champions. Aber die Plot-Armor sollt ihr nicht nur haben, ihr müsst sie haben. Kaiser-Emblem ist sie nur, weil Amagaga vermutlich genau so etwas erhofft hat. Also Kel, nimm die Rüstung. Aurora Mashadow, Seraora, Monagoras. Zieht los und beendet diesen Krieg. Es ist Zeit, diesen Wahnsinn zu beenden. Vorsichtig öffnete die Leiterin den Glascontainer und entnahm die umgeschmiedete Brustplatte, welche sie sogleich zu Kels Füßen niederlegte. Dieser zögerte noch kurz. Bist bereit, Kel? Ist das letzte Stück, welches dir fehlt? Das heißt, dass deine innere Stimme endlich schwinden wird. Kurz blickte das Akani sorgenvoll zwischen der Goldrüstung und seiner Teampartnerin hin und her. Ja, ich bin bereit. Vorsichtig berührte der Löwe die Platte mit der Pfote, wobei sofort die Reaktion eintrat. Die Brustplatte spürte die Präsenz der restlichen Rüstung und wandelte sich von selber zurück zu ihrer ursprünglichsten Form. Kaum hatte sie sich an das Akani angesetzt, durchzuckten grelle Lichtblitze den Raum. Das Licht erfüllte alles, doch nur für wenige Sekunden. Anschließend verebbte es und hinterließ Kel verändert.
kein Stück Metall war mehr an ihm zu sehen. Stattdessen war sein Fell nun gülden durchzogen. Hat es geklappt? Ist alles in Ordnung mit dir, Kel? Für einen Moment verblieb Stille, da der Betroffene selber offensichtlich erst einmal die Situation verarbeiten musste. Ja. Es fühlt sich seltsam an, aber gut. Und all die Stimmen scheinen weg zu sein. Zufrieden blickte Elementare auf das Team, bevor sie sich wieder zu Wort meldete. Also dann, ich denke, ihr habt etwas zu erledigen, nicht? Kurz warf Aurora einen Blick auf ihre Teampartner und stieß auf nichts als Selbstbewusstsein. Sie alle waren bereit. Zunächst verließ die gesamte Gruppe so wieder den Raum des Emblems, um vor dessen Eingang bereits erwartet zu werden. Darkrai, ich dachte schon, du wärst schon wieder zu Epsilon gegangen. Die Antwort folgte trocken. Keine Spur von Emotion war enthalten. Bin ich auch. Allerdings kehrte ich als Botschafter zurück. Ein kurzer Blick auf das veränderte Akani folgte. Ich sehe, du bist meinem Vorschlag gefolgt. Es war eine gute Entscheidung, Elementara. Epsilon war zornig genug, als Polanavatra das Duell verlor, da sie Endynalos fortschickten. Beinahe hätte sie auf der Stelle angegriffen. Aber nun ist wohl alles gerichtet. Ihr alle, tretet bitte kurz mit mir vor den Eingang der Arena. Normalerweise wäre Aurora nervös gewesen, seiner Anweisung zu folgen. Doch nicht mehr jetzt. Selbst wenn Epsilon selber dort wartete. Sie würden nie bereiter sein als jetzt. Allerdings trafen sie dort nicht auf die Plot-Kaiserin. Stattdessen zeigte Darkrai in die Ferne. Einen eigenartigen, schwarzen Punkt glaubte Aurora am Horizont zu erblicken. Polanavatra, Kel, Mashadow, Aurora. Und auch euch zwei, Seraora und Monagoras. Dort wird Epsilon euch erwarten. An jedem Ort, welchen der Plot als eines Finals wie unserem würdig befand. Das Fort der Ideale. Wenn ihr bereit seid, dann trefft dort ein und der Krieg wird enden. Auf das wahre Ideal siegen wird. Dem Schwarzmagier war jedes Wort mehr als notwendig eine Zeitverschwendung. Deswegen schwand er nahezu sofort, als er diese Worte ausgesprochen hatte. Was zurückblieb, waren Team Polanavatra, ihr großes Ziel nun fest im Blick, und Elementara, die noch zerrissener wirkte als sonst seit Darkrais Enthüllung. Na dann, Seraora, Monagoras, Mashadow, Kel, seid ihr alle bereit? Wenn wir jetzt losziehen, gibt es kein Zurück mehr. Ein Zurück gab es spätestens da nicht mehr, als ich rausgefunden habe, wer hinter Epsilon steckt. Dabei bin ich auch. Wir sitzen alle im selben Boot. Mich musst du gar nicht erst fragen. Und von Kel war nicht einmal eine Antwort nötig. Sein Blick auf das ferne Schloss war genug. Also dann, auf geht's. Gerade wollte das Team sich auf die Reise machen. Da stoppte Elementara sie noch einmal. Spezifisch Aurora. Warte, Aurora, weißt du noch, was du mir damals sagtest? Direkt bevor wir die Rüstung auf Eben 48 gefunden haben. Darüber, dass Epsilons Anhänger nicht zwingend schlechte Pokémon sind. Du hattest recht. Die Zeit, die ich in den letzten Tagen mit Darkrai verbracht habe, hat mir genug verraten. Ich bitte euch, wenn es irgendwie möglich ist, dann bringt Epsilon und die Elite lebend wieder zurück, ja? Kurz war Aurora etwas unschlüssig. Einerseits wollte sie niemanden schlimmer verwunden als notwendig. Das wollte keiner von ihnen. Doch die Frage war, was wäre notwendig, wenn es zum Äußersten käme? Doch gleichermaßen, so wie sie die Elite kennengelernt hatte, wenn es jemanden von ihnen gäbe, der wüsste, wann sein Kampf verloren ist, dann wäre es Darkrai. Darkrai wird sich überzeugen lassen, da bin ich mir sicher. Und beim Rest, wir werden tun, was wir können, aber auch was wir müssen. Verständnisvoll nickte Elementara. Ja, ich weiß. Also dann, so gerne ich mitkommen würde, dies ist nicht mein Kampf. Also wünsche ich euch allen viel Glück. Wenn jemand das schaffen kann, dann ihr. Mit diesen Worten war die Zeit des Abschieds wahrlich gekommen. Und der Beginn der letzten Reise.
Der Plot hatte ein Schloss geschaffen, als Schauplatz für den letzten Kampf. Und dort gäbe es keinen Grund mehr zu fliehen, für keine der beiden Parteien. Freunde würden gegen ehemalige oder scheinbare Freunde kämpfen. Vorher würde allerdings noch etwas Zeit vergehen. Der Weg zum Schloss war ein weiter. Tagesreisen standen noch bevor. Und die höchste Macht kündigte an, dass sie wahrlich diesen Kampf erwartete. So sehr Aurora es auch nicht glauben wollte. Hatte der Plot wahrlich auf beiden Seiten gestanden über all die Jahre. Starker Wind und schauernder Regen durchzogen das Land. Ein Sturm oder ein Omen. Doch wenn es ein Team gab, welches den Sturm durchstehen könnte, dann wäre es Polana Vatra. All die Sachen, die geschehen waren, machten dieses Team besonders. Es gab niemanden, der nicht zu irgendeinem Zeitpunkt ein Feind jedes anderen war. Mashadow war einst Epsilons Kämpfer und damit Feind aller anderen. Kell war ein Feind, als er Aurora zurückließ und verstärkte es sich dadurch, aber auch durch anderes mit allen anderen Mitgliedern des Teams. Monagoras Neid und Argwohn hatten ihn gemeinsam mit einer falschen Schuldzuweisung zum Feind jedes anderen gemacht, während die vielen falschen Spuren auch Seraora inmitten ins Licht der Lüge rückte. Und all dies war nun in einem Team versammelt, welches sich nicht nur durch Gutes, sondern auch durch Schlechtes verbunden fühlte. Freunde durch dick und dünn, auch wenn so manche Freundschaft erst entdeckt werden musste. Und dies zeigte sich auch, als das Team am Abend des Champion-Duells lagerte. Denn während eine Anspannung herrschte, herbeigeführt vom kommenden Kampf, durchzog auch ein Schwall von Vertrauen die Luft und eine gute Laune, welche die Pokémon miteinander teilten. Genau wie tiefgehendere Gespräche. Sag mal, Seraora, du hast uns nie wirklich davon erzählt und du musst es auch heute nicht, wenn du nicht willst, aber wie war es eigentlich für dich damals zu erfahren, wer hinter Epsilon steckt? Kurz blieb der ehemalige Teampartner der Plotkaiserin stumm und zog sein Stockbrot aus dem Lagerfeuer, welches er gemacht hatte. Kurz beäugte er das mal, bevor er begann zu reden. Naja, was soll ich groß sagen? Was ihr noch nicht wisst. Ich hab's ja bei dem Treffen selber nicht geglaubt. Ich meine, ich kannte Sorak seit Jahren. Zwar wusste ich nicht viel über ihre Vergangenheit, aber trotzdem kannte ich sie als schweigsam und weise. Wie sollte ich auch erwarten, dass die über so eine lange Zeit ihre Fassade so gut halten könnte, wenn dahinter eigentlich eine irre Furie steckt? Aber ehrlich gesagt, auch wenn es natürlich erstmal schwierig war, war es vermutlich doch in jedem Aspekt besser für mich, es zu erfahren. Mit euch harmoniere ich in der Liga sowieso besser, als ich es mit Soraki hatte. Und wir sind ja auch eindeutig erfolgreicher. Außerdem will ich natürlich auch nicht im Team mit so jemand arbeiten. Aber den Sieg im Fort brauche ich noch für mein Gewissen. Wenn Epsilon gewinnen würde, würde ich eine zu große Mitschuld spüren. Das musst du aber nicht. Sie und ihre Elite haben genug Pokémon getäuscht. Und wir alle sind irgendwann auf ihre Tricks hereingefallen. Und haben ihnen vielleicht geholfen. Eben, frag mich mal, ich habe eine ganze Institution mitgebaut, die ursprünglich zum Verstecken der Plot-Armor gedacht war. Zwar schien Seraora dankbar über diese Worte, aber trotzdem nicht umgestimmt. Trotzdem, den Sieg übermorgen sind wir Berelo schuldig. Für einen Moment kehrte Stille ein, bevor Aurora wieder eine etwas andere Gesprächsrichtung einschlug. Aber dann ist es ja nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte. Ich will jetzt nicht zu nahe treten, Seraora, aber ich dachte ehrlich gesagt die längste Zeit, dass ihr beiden eine innigere Beziehung führen würdet als nur als Teampartner. Seraora begann zu lachen, was Monagoras mit einem seltsamen Ausdruck hinterließ. Nee, mal so gar nicht. Aurora, da kennst du mich noch nicht gut genug für. Aber eher werde ich der nächste Plotkaiser, als dass ich eine Beziehung anfange. Allerdings kenne ich da jemanden, der tatsächlich früher auf Sorak gecrushed hat. Wenn ihr mit den unwichtigen Themen fertig seid, wollen wir uns einen Schlachtplan für den Kampf überlegen. Dass das Fossil kein großer Freund von Zeitverschwendung war, war nichts Neues. Aber ein lockeres Gespräch, um als Team zusammenzukommen, lehnte das Fossil doch sonst nicht ab.
Weshalb diese Entscheidung jedoch fiel, durfte Aurora schnell erkennen. Ach, du hast noch gar nicht die tolle Geschichte erzählt. Die wollen unsere Freunde doch bestimmt wissen. Also ihr wollt doch bestimmt davon erfahren, wie der Dicky hier vor 3 Jahren von Zoroark gekorbt wurde, oder? Zur Unmut des Betroffenen schien das Interesse an der Erzählung tatsächlich sehr groß. Wie es wahre Freunde taten, wollte keiner Material verpassen, mit welchem Simonagoras auf die Nerven gehen könnten. Somit waren die nächsten Stunden des Gespräches gefüllt, bis es Zeit für eine weitere Rast war. Und am folgenden Abend für die nächste Rast. Der Sturm hatte noch nicht nachgelassen. Immer noch herrschte der Sturm und er würde auch nicht vergehen, bis das Finale geschlagen war. Das Fort der Ideale war inzwischen nah. Der nächste Tag würde den Kampf mit sich bringen. Und dies schien auch für Mashadow eine Gelegenheit zu sein, welche er dringend suchte. Denn wie jene wissen, die die wahre Geschichte kennen, hatte er an diesem Punkt noch so manche Geheimnisse. Geheimnisse, welche er nicht mit in diesen Kampf nehmen wollte. Also, alle zusammen. Es gibt noch etwas Wichtiges, was ihr erfahren solltet. Vor allem du, Aurora. Die Aufmerksamkeit hatte der Schatten schnell. Also, das kommt jetzt vielleicht etwas komisch, aber ich gehöre zur Plot-Elite. Habe ich, seitdem ich Polana Watra beitrat. Als der Schattenspion Epsilon, sie hatte mich eingeschleust, um hier zu spionieren. Die Reaktionen waren relativ genau, was Mashadow erwartet hatte. Bitte, was redest du auf einmal? Ist das ein Scherz? Nein, aber ich wollte es euch noch mitteilen. Gerade da Epsilon es vermutlich euch offenbaren würde. Ich sollte für sie spionieren. Habe ich aber nicht. Stattdessen habe ich dafür gesorgt, dass sie zum Beispiel die Arme auf dem Eisberg nicht bewachen könnte, indem ich garantierte, wann wir ankamen und euch dann überzeugte, später zu gehen. Offensichtlich war die vertretenste Meinung in der Gruppe immer noch Unverständnis. Also wusstest du die ganze Zeit, wer Epsilon und die Plot-Elite sind? Nein, ich wusste nicht mehr, als ich sagte. Aber ich sollte Epsilon über euch informieren. Jedoch habe ich mich, wie gesagt, dagegen entschieden. Da ich schnell als Teil des Teams erkannt habe, welche Seite hier wahrlich im Recht ist. Und deswegen habe ich stattdessen Epsilon verraten. Und ich verspreche euch, sie wird mich auffordern, mit ihrer Elite zu kämpfen und ich werde das nicht. Aurora war die Erste, die mehr Verständnis zeigte. Also gab es doch noch mehr Hintergedanken, wegen denen du mir damals geholfen hast. Ja, ich entschuldige mich, dass ich es so lange verheimlicht habe. Aber ich erachtete es für sinnvoller, damit die Chance geringer wäre, dass Epsilon von meinen wahren Intentionen erfuhr. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu zornig. Also für die anderen spreche ich hier nicht, aber mir nach brauchst du dir keinen Kopf machen. Auch wenn es gut gewesen wäre zu wissen, hat uns das Unwissen ja nicht geschadet. Und du standest ja auch auf unserer Seite, auch wenn über etwas mehr Ecken, als wir vielleicht dachten. Instinktiv warf Kel einen Blick zu Aurora, welche ihre Augen geschlossen hatte, offensichtlich in Gedanken versunken. Also, irgendwann hatte ich ehrlich gesagt immer die Sorge, ob nicht doch mehr hinter deinem Beitritt steckte. Und die Sorge war wohl halb berechtigt, aber wenn es wirklich ist, wie du sagst, ändert es eigentlich nicht viel. Dementsprechend habe ich keinen Grund, sauer zu sein, nur überrascht. Mashadow erkannte sofort ein neues Stichwort, auf welches er aufspringen könnte. Wo wir gerade von Überraschung reden. Es gibt noch etwas, was ich bisher verschwiegen habe. Aus Angst, dass mir keiner glauben würde, aber wie Geist-Pokémon funktionieren, wisst ihr ja inzwischen alle nicht. Dass manche von ihnen Reinkarnation sind. Nun, das trifft auch auf mich zu. Und als wir den zweiten Teil Plot Armor fanden, fand ich auch Erinnerungen an mein erstes Leben. Die allgemeine Überraschung von zuvor wandelte sich nun zu Aufregung. Wirklich? Ich hab das immer für ein Gerücht gehalten. Du erinnerst dich an ein anderes Leben. Ich bin ehrlich. Das ist irgendwie abgefuckt. Also kann es nicht sein, dass du Bekannte triffst, vielleicht Familie, die dich aber gar nicht kennen. Etwas überrascht zuckte der Schatten, als Kel den Punkt so genau zusammenfasste.
Ja, genau das ist es. Genau darauf wollte ich hinaus. Ich habe nicht mehr viele Erinnerungen, aber viel Leid. Ein kleines Haus, in welchem ich mit meiner Schwester lebte. Ich sorgte für sie, nachdem unser Vater starb und unsere Mutter verschwand. Vorher lebten wir in Kasonien. Und damals war ich dem Plot schon sehr nahe. Bis ich es nicht mehr schaffte und mein eigenes Leben beendete. Du kennst die Lage, Kel, nicht? Damals hoffte ich, dass der Plot meine Schwester führen könnte. Auch wenn sie nicht an ihn glaubte. Während all diesen Erinnerungen begann Aurora unsicherer zu werden und mit den Emotionen zu schwanken. Aber Mashado, kommt diese Geschichte bekannt vor? Kel war der Erste, der wahrlich erkannte und aussprach. Er erinnerte sich noch gut an Auroras Geschichte. Sag mal, hast du nicht nur mir die Geschichte erzählt, Aurora? Mashado, willst du jetzt wirklich sagen? Was willst du sagen? Hier drüben sitzen zwei, die keine Ahnung haben, wovon ihr hier redet. Also, worum geht's? Das war genau die Lebensgeschichte meines verstorbenen Bruders. Meinst du das ernst, Mashado? Woher sonst würde ich die Geschichte in ihren Einzelheiten kennen? Du hast sie mir nie verraten, wie es sich angehört hat. Zumindest niemandem außer Kel. Und ich habe kein Wort weiter gesagt. Ich schwöre es. Wieder schien Aurora unsicher, wie sie nun handeln sollte. Also, willst du mir sagen, dass du nicht nur Teil der Plot-Elite bist, sondern Polar? Höchst selbst. Ganz Polar Navatra bemerkte, wie ihre Leiterin wahrlich nicht wusste, wie sie auf diese Enthüllung reagieren sollte. Worauf es letztlich hinauslief, war sachliche Unentschlossenheit. Lass uns darüber bitte wann anders sprechen. Unter vier Augen, sobald wir Epsilon geschlagen haben, gut. Die Zweifel Auroras nachvollziehend, stimmte der Schattenkrieger zu. Natürlich. Die Nacht kam und ging. Gedanken kreisten, neues Wissen regierte. Doch an allererster Stelle herrschte Spannung. Licht begann erneut das Land zu durchströmen. Auch wenn die Sonne versteckt hinter den Wolken blieb. Das Zentrum des Sturmes zeigte sich nun sichtbar, in einem Wirbel finsterer Wolken, inmitten der Spitze des Forts. Heute ist es soweit, Freunde. Ich hoffe, ihr seid alle bereit, denn da drin wird's richtig zur Sache gehen. Aurora trat neben ihren Partner, den Blick wenige hundert Meter in die Ferne gerichtet. Wo das schwarze Schloss seinen Eingang fand. Ein Kampf, dann soll die Welt endlich frei sein. Also dann gehen wir. Der Wind wehte stark wie selten. Sein Lärm durchhallte das Land. Der Regen schmetterte zu Boden, als die fünf tapferen Krieger das Fort der Ideale erreichten. Eine große, schwarze Holztür wartete, welche sich jedoch öffnete. Kaum war Aurora vor diese getreten. Es war Zeit, dass der Plot das Finale bekam, welches er sich wünschte. Alles, was hinter den großen Türen wartete, war eine lange Treppe, welche hinaufführte. Ein paar Fackeln erhellten den fast unbelichteten Gang und zeigten Statuen auf, welche sich an den Rändern der Treppe darboten. Nach wenigen Stufen durchquerte Aurora den Raum zwischen einem steinernen Darkrai und einem steinernen Mashado. Etwas weiter standen Team Fossil auf Augenhöhe, zum ersten Mal seit langem. Seraoras Statue fand sich wieder, Angesicht zu Angesicht mit dem Antivisionär, bevor Aurora kurz stoppte. Hier war ihr Ebenbild. Elegant, rein, mächtig. Diese Darstellung, welche von Licht umgeben schien, wirkte ihrem Gegenstück auf der anderen Seite ebenbürtig. Denn dort, inmitten des Zwielichtes, stand ein steinernes Zoroark, Cape umgewunden, Schwert in der Hand, Brustplatte und Beinschutz ihrer Rüstung angelegt. Lediglich ihr Helm fehlte und zeigte das Gesicht der Verräterin. Doch dieses Abbild zeigte es als gottesnahe Kriegerin.
Zwei Giganten standen sich hier gegenüber. Nur eine Statue fehlte noch, welche höher gelegen in einer Einhöhlung in der Treppe thronte. Direkt dort, wo die Treppe endete. Ein Akani, wessen Mundwinkel Flammen sprühten, welche Licht spendeten, mehr als die Fackeln. Auch war diese Statue die einzige, welche nicht aus glattem Stein bestand, sondern aus strahlendem Gold. Und an der Spitze der Treppe erstreckte sich ein riesiger Saal. Erleuchtet ohne Lichtquelle und doch hell. Alle gemeinsam traten Polanavatra über die letzte Stufe in diesen Saal. Den Thronsaal der Plottkaiserin. Die gesamte Plott-Elite war versammelt. Etwas links im Raum schwebte Darkrai, rechts stand Amagaga und oben schwebte Endynalos. Sie alle betrachteten wortlos ihre Feinde, während diese sich stumm näherten, im Wissen, dass der Kampf noch nicht begann. Wenige Meter hinter der Elite, was zunächst wirkte wie eine steinerne Wand, stand ein Thron, seine Rücken zu Polanavatra gedreht. Doch ein Cape flatterte über den Stein, als sich das Pokémon auf dem Thron erhob. Es war nicht jenes Cape, welches das Symbol Epsilons eingeritzt hatte, sondern ein völlig neues. Als die Plottkaiserin selber vor den Thron trat, hatte sie ihre Rüstung noch nicht an sich. Ihr Schwert war jedoch festgegriffen und das neue Cape umgehangen. Team Polanavatra! Aurora! Willkommen! Willkommen im Fort der Ideale! Willkommen am Ende der Reise! Epsilon, du hast uns erwartet, wie ich sehe. Und bist noch abgehobener geworden. Ein Thron? Ein Schloss? Dieses Schloss ist ein Geschenk des Plots. Und selbstverständlich habe ich einen Thron in diesem Saal, denn ich bin die Kaiserin. Abwertend spuckte Kel seine Frage. Und du brauchst ein neues Cape, um dich selber davon zu überzeugen. Statt einer Antwort folgte ein kurzes Handzeichen zu Darkrai, bevor Epsilon wahrlich sprach. Für so ein großes Treffen wollte ich mir nun einmal etwas Besonderes ausdenken. Und mein sonstiges Outfit hat zwar seinen Job getan, aber trotzdem habe ich mich nach etwas Aussagekräftigerem gesehnt. Darkrai schwebte inzwischen neben seiner Meisterin und überreichte ihr feierlich einen goldenen Gegenstand. Wirklich, Sorak? Du überschätzt dich! Langsam hob Epsilon sich ihre neue Krone aufs Haupt. Ein massives Goldstück, erfüllt von Juwelen. Prunkvoll, wie gewichtig. Nenne mich nicht bei einem solchen Namen! Ich überschätze mich nicht. Alles, was ich tue, ist den Titel zu leben, welcher mir schon lange verliehen wurde. Denn schon seit Wochen habe ich das Gefühl, dass mir gewisse Pokémon nicht den Respekt erweisen, welchen ich verdiene. Dafür, dass ich die Plottkaiserin bin, halte ich mich noch sehr bescheiden. Wie Aurora es nun schon mehrfach erblickt hatte, erhob ihre Erzfeindin das Schwert und ein Blitz schlug ein, welcher ihre Rüstung brachte. Doch auch diese erstrahlte in neuem Glanz. Statt des blauen Körpers war dieser nun blutrot durchzogen, so wie einst ihr Cape. Der Helm der Rüstung war nun grau, die Augen glühend in grellem Gelb. Und ihr solltet euch geehrt fühlen. Alleine für euch habe ich dieses Stück entworfen. So wenig Aurora es gegenüber Epsilon zugeben würde. Dieses neue Outfit hatte durchaus eine Wirkung auf sie. Das Blutrot und der graue Helm sorgten für ein viel bedrohlicheres Visuelles. Die Krone hingegen zeigte nur noch einmal den Wahn der Kaiserin genauer. Doch der Moment ist bald gekommen. Polanavatra spürt ihr es. Unser großes Finale bricht an. Und auch er ist hier, um uns beizuwohnen. Ja,
Wer ist er? Als Antworten folgten nicht Epsilons Worte, sondern ein Schleier regenbogenfarbenen Lichtes. Aus dem Nichts kreierte sich jener Schein, welcher wie ein Wind durch den gesamten Saal schweifte, bevor er Epsilons Schwertfeder umgab. Sofort löste jene ihren Griff auf die Klinge, damit sie entfortschweben konnte, in die Mitte zwischen den beiden Parteien. Und dort schwebt die Klinge nun, von Regenbögen umgeben, und eine Stimme erklang. Ich bin er. Ich bin die Stimme des Plots, meine Freunde. Ich bin der Autor. Der Autor. Ihr alle, die dies hören, kennen meine Rolle in dieser Geschichte schon lange. Doch eine Aurora in dieser Lage nicht. Für sie brach eine Welt zusammen. Immer noch hatte sie geglaubt, dass Epsilon nicht wahrlich vom Plot in ihrem Tun unterstützt wurde. Dass in Wahrheit bloß sie eine wahre Plotkriegerin war. Dass jene Dinge, welche Epsilon über den Plot als Geschichte erzählt hatte, Lügen waren. Doch mein Auftreten, meine Existenz, schien ein Beweis für die Wahrheit all dieser Worte. Willkommen alle, die ihr euch im Namen des Plots versammelt habt. Eine lange Reise liegt hinter euch. Und jeden Schritt des Weges konnte ich begleiten. Und vieles konnte ich beobachten. Aber heute ist es endlich soweit. Zwei Ideale treffen aufeinander. Im großen Duell. Und doch, ich muss euch warnen. Eine ominöse Stille folgte. Dieser Kampf ist nahezu vorherbestimmt. Eine dieser beiden Parteien wird in einen Kampf ohne Hoffnung treten. Und ein Blutbad. Wer sich noch entscheiden möchte zu gehen, um nicht im Moment der Wahrheit auf die Gnade des Feindes angewiesen zu sein, der soll nun gehen. Stille kehrte in beiden Gruppen ein. Jeder glaubte zu wissen, Teil der wahren Gerechtigkeit zu sein. Meine Botschaft schien wohl noch nicht deutlich genug. Eine der beiden Seiten war von Anfang an zu mächtig, als dass die andere je eine Chance hätte. Und so wahr ich hier stehe, ich mag beide Seiten unterstützt haben. Doch nur eine eurer Gruppen ist im Recht. Und die Guten werden siegen. Davon bin ich überzeugt. Beide Teams können diesen Kampf gewinnen. Doch das Schicksal, was noch über mir steht, wird nicht das Böse siegen lassen. Da bin ich mir sicher. Aurora, Epsilon, jene Plotkriegerin, welche am Ende dieser Schlacht verbleibt, wird mich persönlich treffen. Die andere, ihr Schicksal liegt in den Händen der Siegerin. Was wohl kein Mitglied der Teams erwartete, war, dass Darkrai plötzlich einen Ausbruch zu haben schien. Sei endlich ruhig! Verpiss dich und lass uns kämpfen! Nicht einmal seine eigene Anführerin schien zu verstehen, was wahrlich in den Schwarzmagier gefahren war. Ich jedoch schon. Was ist es, das ich da höre? Zorn? Sind es Zweifel? Zweifel am eigenen Recht? Ohne jene weitere Worte schwand ich, alleine einen Samen des Unmuts pflanzend, während die Schwertfeder sich wieder zu ihrer Meisterin begab. So ist es also, Darkrai. Nach all den Kämpfen bist du es, der Zweifel am Ziel hat. Kannst du es mir verübeln, Epsilon? Du sagtest immer, dass es in diesem Krieg keine Bösen gäbe. Und der Autor hat gerade offenbart, dass dem nicht so ist. Glaubst du nicht, dass wir die Bösen sind? Diejenigen, die zur Niederlage bestimmt sind? Ja und nein. Darkrai, du stehst auf der falschen Seite, aber noch ist es nicht zu spät. Denk an deine Freundin Team Nordica. Denk an Elementara. Ist es eine Tat der Guten, solche Pokémon zu verraten? Ist es das Gute, dasselbe Ziel erreichen zu wollen wie wir, aber mit Gewalt und Leid? Bedeutend schwang Epsilon ihren Umhang. Ja, denn gut ist, wer bereit ist, für Gerechtigkeit alles zu geben.
Und wir sind auch bereit, jene zu verletzen, die uns wichtig sind oder waren. Wir stellen den Frieden über unsere eigenen Gefühle. Wir sind die Guten, da wir konsequent sind. Für den Frieden. Ihr kämpft nicht mit Konsequenz, sondern blind für Alternativen. Ein verachtender Blick auf den Schattenkrieger war die Antwort. Solche Töne wagst du immer noch hier zu spucken, wo du doch einer von uns bist. Oder hältst du immer noch dein Schauspiel auf? Mashadow, es ist Zeit für dich, zu uns zurückzukehren. Kurz zögerte der Wiedergeborene. Doch seine Entscheidung hatte er schon lange getroffen. Epsilon, du kannst mich mal. Wir wissen beide, dass ich der Plot-Elite schon vor Monaten den Rücken gekehrt habe. Der einzige Grund, weshalb ich zu euch gehört habe, war, dass ich keine Alternativen kannte. Darkrai, folge auch du dem Ruf in dir. Du weißt, wer im Recht ist. In diesen Minuten der Entscheidung standen Ideale gegeneinander. Jeder sich seines Rechtes völlig sicher. Selbst jene, die es nicht waren. Nur ein Pokémon zweifelte. Doch bevor die Schlacht begann, fand auch er seinen Weg. Es ist zu spät für mich umzukehren. Ich habe zu viel für meine Wahrheit getan, um sie nun als Lüge abzutun. Und du triffst die richtige Wahl. Aurora Polana Vatra, es ist soweit. Der leere Saal schien um die Pokémon herum zu schwinden. Düstere Schwaden durchzogen ein Reich aus Licht. Ein Schauplatz im Schauplatz. Bevor wir anfangen können, wer braucht Tränke? Mit einem Chemiker in den eigenen Reihen hat die Plot-Elite natürlich den Vorteil ihrer Tränke. Komm, gib was her, du meintest doch gestern, du hast etwas für mein Doppelteam. Sofort warf Amagaga ein Fläschchen zu Darkrai hinüber, welches sofort auffing. Dean, Epsilon, ich hab genug für alle. Holt euch euren Anteil. Verschon mich mit deinem Gewicht, Mission-Fossil. Seit dem Duell an der Klippe vertraue ich dir weniger als ohnehin schon. Epsilon schien als einziges Mitglied der Plot-Elite zunächst unsicher, was sie nun tun sollte. Amagaga, du hast, was wir zu zweit kreiert haben, nicht? Zur großen Überraschung Auroras zögerte selbst Amagaga, als er diese Frage hörte. Ja, aber ich dachte... Es ist unsagbar gefährlich, ja. Aber wenn es die einzige Möglichkeit zum Sieg wird, muss ich es riskieren. Aber nicht früher. Gib mir den Trank, doch ich werde ihn zu fürchten wissen. Mit größter Vorsicht entnahm Amagaga seinem Beutler ein winziges Reagenzglas, welches in Folie eingewickelt und noch in einer weiteren Flasche verwahrt war. Die Flüssigkeit im Inneren schien zu leuchten. Gut, dann... Bevor weitere Worte folgten, schlug ein Blitz direkt vor Aurora ein. Angriff! Die Schlacht hatte endlich begonnen und für einen Moment schien jeder erst einmal damit beschäftigt, seinen Feind zu finden. Darkrai stellte sich Mashadow, offensichtlich mit einem Ziel im Auge, während Seraora sich instinktiv in Dynalos stellte, da die beiden ehemaligen Teampartner sofort aufeinander losgingen. Aurora, Kel und Epsilon blieben somit übrig. So soll es also enden. Ist das hier nicht, wovon du immer geträumt hast, Aurora? Du und ich im großen Kampf. Bevor weitere Worte folgten, griff das Vilnona bereits an, jedoch entging Epsilon problemlos. Mein Traum war nie der Kampf, sondern der Frieden nach dem Sieg. Außerdem bin ich nicht alleine. Wie gerufen griff auch Kel an, aber auch er traf nur die Schwertfeder, bevor Epsilon direkt zum Konterangriff überging. Das stimmt, die Zeiten haben sich geändert.
Es ist nicht zu lange her, da warst du noch ein einsames Vulpix. Ohne Kraft und Einfluss. Der Plot hat dich weit gebracht. Und all dies nur zu seiner Belustigung. Dein ganzes Schicksal, all die Freunde, die du trafst, waren nie mehr als ein Weg des Plots, dich zu leiten, damit seine Geschichte eine Antagonistin hätte. Je mehr Epsilon sprach, desto mehr schien das Fell des Akani zu Auroras Seite zu brennen. Die Plot-Armor schenkte ihm Macht, welche er nie zuvor gespürt hatte, doch nun lernte zu kontrollieren. Auch wenn in den Ideologien Aurora definitiv Epsilons größte Feindin war, im Treffen, in der Repräsentation ihrer Gruppen, so wusste der Löwe, dass trotzdem er der wahre Feind der Kaiserin im großen Kampf werden würde. Alleine dadurch, dass Aurora ihm die Plot-Armor gab, für welche sie erwählt war. Und dies war, weshalb sie siegen mussten. Weil sie die Guten waren. Die Plot-Elite kämpfte als Zweckzusammenschluss, ohne wahren Band im Inneren, alleinig angetrieben durch ein gemeinsames Ideal. Polana Watra hingegen verbanden Abenteuer, Erlebnisse, Gespräche, lange Abende am Lagerfeuer oder auch nur im Haus, Training für die Liga. Polana Watra verbanden Geschichten, Freundschaft und Liebe. Und mit dieser Kraft flammte auch das Feuer des Plot-Ritters Kell auf. Als er weiterkämpfte und nun begann Epsilon wahrlich unter Druck zu setzen, die Probleme hatte sich gegen ihn zu wehren. Im Bewusstsein, dass ihr Partner derzeit gut klarkam, blickte sich Aurora um, um zu sehen, ob ihre Teampartner Hilfe dringender bräuchten. Im Duell zwischen Machete und Darkrai erblickte sie, was Amagagas Gemische genau für Darkrai getan hatten. Sie materialisierten die Angriffe seiner Kopien, welche somit identisch viel Macht hatten wie jene seines Gegners. Jedoch war einer der beiden Kämpfer erfahrener in seinem Bereich und der andere zweifelte an seinem eigenen Recht. Seraora schlug sich gegen Andynalos überraschend gut dafür, dass der Drache wohl immer noch der stärkste Kämpfer der Elite war, abgesehen von ihrer Anführerin natürlich. Allerdings war der massive Drache einer Paralyse zum Opfer gefallen und kam nicht gegen die Agilität Seraoras an, was ihn offensichtlich auch sehr frustrierte. Im Ring wäre er trotzdem in einer guten Lage, da ein oder zwei Treffer den Gegner aus dem Ring bringen könnten, auch wenn diese schwer zu erzielen waren. Aber in einem wahren Kampf müsste er deutlich mehr anrichten. Doch trotz Seraoras Vorteil war Aurora die Lage jedoch zu vorteilhaft, um nicht zumindest einen Eisstrahl auf den nun noch trägeren Drachen zu feuern. Auf der anderen Seite des Kampffeldes lieferten sich die beiden ehemaligen Teamkollegen einen erbitterten Kampf. Amagaga hatte zwar Tränke auf seiner Seite, doch Monagoras war stärker und hatte den Typen Vorteil. Dort wollte sich Aurora lieber nicht einmischen. Stattdessen kehrte sie also zurück in den Kampf gegen Epsilon, welche gegen Kell wahrlich unterlegen wirkte. Die Kraft der Plotholes war nicht genug gegen die Plot-Armor. Und gerade nun, wo sich auch Aurora wieder in den Kampf einmischte, zeigte sich die Wahrheit in meinen Worten. Nur eine Seite hatte in diesem Duell wahrlich eine Chance. Es war vorherbestimmt. Die Plot-Elite war nie zu siegen. Ein Stahlstrahl Auroras traf ihre Feindin genau und ihr Helm schien Risse zu bekommen. Die Risse durchzogen die gesamte Spitze, als Epsilon zurückschoss. Der Autor hatte recht! Überrascht stoppten auch die Kämpfe um Epsilon herum, als jeder ihre Worte hören wollte. Dieser Bastard hat die Plot-Armor nicht kreiert, um ein faires Duell zu schaffen. Er wollte uns brennen sehen, aber es ist mir egal. Darkrai war der Erste, welcher Schlüsse aus diesen Worten zog. Was meinst du? Wir sind die Bösen, nicht? Es war die große Frage, die den Schwarzmagier schon seit Beginn des Treffens gequält hatte. Und nun sollte er seine handfeste Antwort bekommen? In seinen Augen ja. Wir sind auf der schlechten Seite. Wir sind Mörder.
Lügner, Betrüger, Wahnsinnige. Selbst der Autor ist blind vor der Wahrheit. Er sieht die Welt zu rational. Weshalb sollen wir die Bösen sein? Sag es mir, Aurora. Weshalb? Du hast es doch gerade selber gesagt. Ihr habt die Pokémon terrorisiert. Es gab so viel Leid. Sieh Wahrheit ein. Es ist vorbei. Und genau so entsteht die Lüge. Du sagst mir, weshalb ich böse bin, denn du stehst gegen mich. Doch ich kann auch dir sagen, dass du böse bist, weil du nicht bereit bist, etwas aufzugeben zum Wohle anderer, weil du lieber Krieg führst, damit jeder leben kann, anstatt du die Sünder aufgibst und Frieden lässt. Wer wirklich gut und böse ist, das entscheidet sich erst nach einem Krieg. Und das entscheiden die Sieger. Das ist, weshalb immer das Gute siegt. Nicht, weil es das wahrlich tut, sondern weil der Sieger sich als das Gute bezeichnen kann. Soll ich etwa böse sein? Obwohl ich für den Frieden alles aufgegeben habe. Ich habe meine verdammte Familie aufgegeben, um heute hier zu kämpfen. Eine Familie aufzugeben klang in Auroras Augen wahrlich nach etwas, was Epsilon tun könnte. An erster Stelle eine Familie haben allerdings weniger. Deine Familie? Die Pokémon, die dich lieber dafür umgebracht hätten, als Frieden zu akzeptieren? Erwartest du jetzt Mitleid dafür, dass du nicht dort geblieben bist? Epsilon brach in schallendes Gelächter aus, während Polana Watra jedoch verständnislos wirkte. Vermutlich hast du damit gar nicht so unrecht, Aurora. Aber im Stamm habe ich keine Familie. Danach in Kasonien. Gab es eine Zeit. Für eine Zeit hatte ich eine wahre Familie. Also habe ich sie verlassen und der Autor... Trotzdem habe ich kein Mitleid. Eher im Gegenteil. Ich freue mich für deine Familie. Dich loszuwerden klingt nicht wie ein Schaden. Das wäre es wohl auch nicht gewesen. Aber sie wurden mich nicht los. Nein. Im Gegenteil. Aber egal. Es ist alles egal. Wenn ihr denkt, ich sei die Böse, dann gut. Denkt, was ihr wollt. Es ist zu Ende. Ihr seid nicht bereit für alles, was ich heute zu bieten habe. Wieder schaltete sich Amagaga ein. Sein Ton mit derselben Sorge erfüllt wie noch vorhin. Du auch nicht, Epsilon. Ich wollte das Zeug ursprünglich entsorgen und du weißt weshalb. Egal, was du erreichen willst, es ist es nicht wert. Höhnisch wandte sich die Plotkaiserin an ihr Mastermind. Und das sagst du? Du trägst Schuld an der Existenz des Blutes. Du kannst mich nicht daran hindern, es zu nutzen. Natürlich trage ich Mitschuld. Deshalb weiß ich, dass du es nicht anfassen darfst. Ich muss dich daran hindern. Könnt ihr beiden auch den Uneingeweihten mal erklären, worum es geht? Anstatt zu antworten, nutzte Epsilon den Moment der Unaufmerksamkeit und zerbrach die Flasche, welche das Reagenzglas schützte. Sofort kippte sie sich die Flüssigkeit über den Kopf, welche sich in dessen Inneren befand. Im Kontakt mit der Rüstung floss diese erst ein wenig, doch verschwand schnell völlig. Bist du verrückt? Was tust du? Du kannst doch nicht das ganze Glas nehmen, selbst mit wenigen Tropfen. Schweig! Jene Stimme, welche hier nun erklang, schien nicht mehr derselben Epsilon zu gehören wie zuvor. Auch schien sich eine Verwandlung zu vollziehen, als die Plotkaiserin von Licht durchströmt wurde und in diesem zu schwinden schien. Amagaga, was zur Hölle ist dieses Zeug? Was habt ihr getan? Das will ich auch wissen. Weshalb waren wir nicht eingeweiht? Ich...
Epsilon hatte mir verboten, es zu erwähnen und ich wollte es eigentlich entsorgen. Dieses Zeug ist der mächtigste Scheiß, den ich je gebraut habe. Mit Epsilons Hilfe. Sie hatte die wichtigste Zutat. Blut. Blut des Kerns unserer Welt selber. Wir haben das Zeug Blut des gefallenen Gottes getauft. Aus gutem Grund. Kel, als du die Plot-Armor fertig hattest, hast du ihre Kraft ja im Prinzip absorbiert, richtig? Etwas misstrauisch antwortete das Akani. Ja, warum? Das Blut des gefallenen Gottes ist im Prinzip genau, wie wenn man die Plot-Armor vervollständigen würde. Mit jedem einzelnen Tropfen. Während so Amagaga erklärte, vollzog sich die Verwandlung weiter. Das Licht verebbte und Epsilon schwebte still, eingewickelt in seltsame, weiße Federn. Also Amagaga, beantwortet uns vielleicht nochmal die wichtigste Frage hier. Sollten wir uns doch irgendwie mit Epsilon verbünden? Was eure Moral angeht, weiß ich nicht. Ich bin irre und selbst ich will damit aber nichts zu tun haben. Diese Kraft. Und das wolltest du mir vorenthalten. Amagaga, ich bin deine Meisterin. Du hast mir zu gehorchen. Du wolltest mich schwach machen. Hast du dich etwa nur als mein Mitstreiter ausgegeben? Aber das ist vorbei. Ich bin erstiegen und bin nun bereit, es mit allen aufzunehmen, die es wagen, sich gegen mich zu erheben und erhoben haben. Für Zweifler ist kein Platz in meinen Reihen. Für Heuchler ist kein Platz. Ich brauche niemanden mehr. Es ist für niemanden mehr Platz. Familie, Freunde, Mitstreiter. Die weißen Federn verflogen vor dem Körper der Kriegerin, als sich Flügel öffneten. Gleich zwei Paare schneeweißer Engelsflügel. Auch die pechschwarzen Augen Epsilons waren nun sichtbar. Jedoch nicht nur diese Augen. Auch die Flügel waren bestückt von stechenden, orangenen Augen. Drei blutrote Augen verteilten sich an verschiedensten Stellen Epsilons. Zwei auf der Krone, eines mitten in der Brust. Die Risse im Helm schienen nun noch deutlicher sichtbar. Und ein paar goldene Stahlflügel erstreckten sich direkt vor den Engelsgleichen. Selbst Endynalos, kreiert, um Epsilon zu gehorchen, schien sich nach dieser Verwandlung nicht mehr sicher, auf welcher Seite er stehen sollte. Epsilon, was zur Hölle ist mit dir los? Was hat Amagagas Gift getan? Es hat meine Augen geöffnet. Endlich bin ich das, was ich immer verdient habe. Ihr alle seid für mich nicht mehr von Nutzen. Autor, hörst du mich? Auch du bist für mich nutzlos. Du hast mich als Werkzeug genutzt. Aber jetzt werde ich auch dich verlassen. So wie einst meine Kinder. Dieser Trank öffnete mir die Augen. So wie damals Hagels Tod schon. Hagel, was meinst du? Woher kennst du diesen Namen? Die Luft schien zu kochen, als Erzengel Epsilon ihre Schwertfeder durch die Luft schwang. Ihr seid blind, so unglaublich blind. Aurora, Polar, irgendwann einmal wart ihr meine Kinder, aber ihr wart wertlos für mich. Verständnislos blickte Aurora zu ihrer lange verlorenen Mutter, während ihr alle bereits wusstet, um wen es sich hierbei handelte. Du sollst sie sein? Epsilon, lass diese Lügen! Du kannst mich nicht durch so etwas brechen! Und doch weiß ich alles über Hagel! Erkläre es mir, Aurora! Du und ich, wir sind uns ähnlich! Nur, dass du nie realisieren musstest! Es gab Zeiten nach deinem Beitritt in die Liga,
in welchem ich versuchen wollte, euch zu schützen. Aber der Autor, der verdammte Sadist, hat dich als meine Feindin erwählt. Und für den Frieden bin ich auch bereit, mein eigen Fleisch und Blut zu vernichten. Es mag eine Welt geben, in der Hagels Tod uns nicht auseinandertrieb, sondern wir eine wahre Familie sein konnten, aber diese Welt ist anders. Diese Welt erweckte mich und nun schenkte sie mir Macht und das Blut des gefallenen Gottes. Endynalos hatte genug von all dem Gerede. Was auch immer mit seiner Meisterin geschehen war, war nichts, was er unterstützen wollte. Wer auch immer du bist, gib der Plot-Elite Epsilon zurück. Wir waren noch nicht fertig. Endynalos, du verstehst es falsch. Ich bin Epsilon, jene Meisterin, welche der Autor dir damals in den Tiefen des Verstandes zuteilte. Das Blut machte aus mir kein anderes Wesen, doch aus einem normalen Wesen einen Engel, einen gefallenen Engel. Und dieser Engel ist gekommen, das jüngste Gericht, um die Sünde zu strafen und alles, was sich mir dabei in den Weg stellt. Lange genug hatte er geschwankt, aber auch Team Nordicas Verräter fand in diesem Moment endlich den Mut, welchen er gesucht hatte. Und dazu werde ich gehören, Epsilon. Was auch immer hier auf einmal vor sich geht, ist wirklich zu viel. Ich habe schon gezweifelt, aber ich sehe wirklich, wir waren von Anfang an die Bösen. Wir haben der Welt nicht vertraut und hatten alle unsere Gründe. Ich wollte die schützen, die mir am nächsten standen, da ich sah, wie finster die Welt im Innern sein kann. Aber jetzt sehe ich, dass wir uns stattdessen auf die Seite der Finsternis gestellt haben. Polana Vatra, in der Liga seid ihr meine Gegner, aber ich hoffe, in diesem Duell nehmt ihr noch eine helfende Hand an. Und wenn das dann genug helfende Hände sind, hoffentlich mich auch. Ich hab keine Hände, aber auch keine Lust auf einen Erzengel. Und kann auch schlecht einfach gehen, wo ich Mitschuld hier dran trage. Der Autor hat gelogen. Hier geht es nicht nur um Polana Vatra, die Elite, oder gut gegen böse. Jetzt geht es nur noch um die Welt gegen Epsilon. Aurora, Kell, lasst uns einmal die Feindschaft fallen lassen. Wenn Epsilon ihre Anhänger fallen lässt, dann stehen wir wohl dagegen. Der Anblick dieser Seitenwechsel schien Epsilon nicht zu beirren, sondern eher zu bestätigen. Sie hatte nun ihre gesamten Mitstreiter gegen sich aufgelehnt, damit sie sich in diesem Finale mit Polana Vatra verbünden würden. Und auch, wenn diese gerade bei Amagaga und Endynalos misstrauisch wirkten, würden sie keine Hilfe ablehnen. Entweder würde ein simpler Kampf noch einfacher werden, oder, was nach Amagagas Erzählung wahrscheinlicher war, würde eine Schlacht entbrechen, in der jede Hilfe notwendig war. Seid ihr dann mit euren großen Reden am Ende? Was ihr sagt oder denkt, könnte mich nicht weniger interessieren. Ich bin Epsilon. Mein Willen ist Wort. Neue Zeiten brechen an. Zeiten, in denen kein Platz für Verräter und Unwillige ist. In einem seltsamen Laut breiteten sich die weißen Flügel aus, als Epsilon emporstieg. Die Zeit für Worte endete, als der Erzengel sich in die Lüfte erhob. Die Augen auf den Flügeln schienen zu glühen, kurz bevor Energiestrahlen aus ihnen schossen und kleine Krater im Boden des nun wieder normalen Schlosssaales hinterließen. Sofort reagierte Kell, immer noch der wohl stärkste Kämpfer der Runde, und griff mit einem Flammenwurf an, welchen Epsilon jedoch mit ihren goldenen Flügeln problemlos abperlen ließ. Stattdessen erfüllten Blitze nun das Kampffeld, wobei Aurora bereits ein Lichtschild kreiert hatte, welches diese abschwächte. Zunächst galt es eindeutig, den Kampfstil dieses Monsters herauszufinden. Bisher hielt sich der Erzengel vor allem in der Distanz auf. Wäre also Nahkampf die Lösung? Dafür mussten sie es allerdings erst schaffen, Epsilon auf den Boden zu bringen. Oder sie brauchten einen riesigen fliegenden Drachen auf ihrer Seite.
Endynalos hatte auch die Chance, den Nahkampf gegen einen fliegenden Gegner einzugehen und damit aufzuzeigen, dass Epsilon lediglich keine Lust auf einen sofortigen Nahkampf hatte, jedoch durchaus die Möglichkeit hatte, in diesem zu bestehen. Gerade der Druck, welchen sie dort nun ausüben konnte, war für einen einzelnen Kämpfer viel zu viel. Dann nicht nur die Schwertfeder, sondern auch beide goldene Flügel als scharfe Klingen dienten, welche Epsilon gekonnt und agil nutzte. Nebenbei schienen die Engelsflügel nahezu von selbst zu kämpfen und weiter Energie aus den Augen abzuschießen. Epsilon! Für den Bruchteil einer Sekunde blickte der Engel auf, immer noch bereit, Endynalos Angriffe zu blocken. Das hier ist zwischen uns! Also komm her und kämpf gegen deine wahre Feindin! Um Millimeter entging das Vulnona einem goldenen Flügel, welcher mit solcher Wucht auf einschlug, dass er in den Boden eindrang, bevor Epsilon ihn wieder heraushob. Sie war nun am Boden, dort wo jeder effektiv kämpfen könnte. Wenn du meine Feindin sein willst, dann sei es so. Ich bin bereit, euch alle zu vernichten, egal wer ihr einst für mich wart. Sofort erwiderte die Plotkriegerin mit einem Krallenhieb, welcher jedoch auch durch eine der drei Klingen abgehalten wurde, bevor die Schwertfeder zum Konter ansetzte. Allerdings entfachten bereits Flammen des Plot, als dieser Angriff Epsilons noch im Gange war, da sich Kell auch ins Duell stürzte. Das Inferno umfing Epsilon, welche dieses Mal nicht bereit war, den Treffer mit ihren Waffen zu blockieren. Doch als die Flammen schwanden, zeigte sich für einen Moment ein rotes Schild, welches Epsilon umgab, bevor es schwand. Der Erzengel selber schien völlig unverletzt, stürzte sich nun aber direkt auf den Meister der Plot-Armor. Dieser fand sich zwar einer unsagbar mächtigen Feindin gegenüber, hatte aber auch viel Rückendeckung. Zu den ohnehin bereits vorhandenen 7 Mitstreitern waren noch 18 weitere gestoßen, je 9 Darkrai und 9 Mashadow. Diese griffen an, zusammen mit dem Rest der Gruppe. Doch vieles wurde abgeblockt und viele Kopien wurden zerstört. Ein blitzschneller Wirbler mit ausgefahrenen Flügeln bewirkte für Epsilon vieles. Vor allem hinterließ die Schwertfeder eine Spur von Blitzen, aus welcher eine Explosion aus jenen entstand, für die Aurora nicht bereit war. In dieser Form war die Plot-Kaiserin selbst der Plot-Armor um Welten überlegen. Doch dies war der Moment, in dem Aurora etwas auffiel. All jene Augen, welche Epsilon schmückten und sich in die Seele ihrer Feinde einbrannten. Sie waren nicht mehr alle geöffnet. Eines der beiden roten Augen an der Krone hatte sich geschlossen. Lag dies an dem Schild, welches den Erzengel schützen musste? Wenn ja, dann würde sich die Anzahl dieser Schilde bald am Ende sehen, sollte das Team noch manch effektiven Treffer landen. Geht auf die roten Augen! Sie schützen Epsilon! Als Antwort der Feindin selber folgten Druckwellen, einer aus jedem orangenen Auge. Diese waren eindeutig Waffen. All die Druckwellen verschafften Epsilon eine Menge Platz, welche sie für weitere Drehungen nutzte. Dieses Mal zogen diese keine Blitze mit sich, doch mit jeder Drehung schien der Wind im Saal stärker zu werden. Als Epsilon genug hatte, griff sie wieder Aurora an, welche sich nun auch gegen einen Sturm behaupten musste. Der einzige Grund, aus welchem sie halbwegs bestehen konnte, war, dass Seraora und Monagoras beide direkt bereit waren, Epsilon anzugreifen. Aber diese kamen mit 3 Waffen auch perfekt gegen 3 Gegner an, während weiter und weiter die orangenen Augen Energiestrahlen schossen. Und eben auf jene hatte es Kell abgesehen, welcher sich aus dem Hinterhalt auf einen der Engelsflügel stürzte. Jedoch war sein Angriff ein weiteres Mal erfolglos, da auch dieser Flügel begann rot zu leuchten und sich anschließend härter anfühlte als Diamant. Jedoch erkannte Aurora sofort, das zweite Auge der Krone war nun auch geschlossen. Nicht erfreut von diesen Ereignissen, entledigte sich Epsilon durch einen starken Windstoß mithilfe ihrer Flügel erneut ihrer Gegner, um dieses Mal selber ein Inferno zu erschaffen, welches ihre Klinge umgab. Wenn ihre Feinde mit dem Feuer spielen wollten, dann sollten sie brennen. Es schien nur Sekunden zu dauern, bis jede Wand vom Inferno erfüllt war
und der Erzengel sich wieder in den Kampf stürzte. Immer noch im Fokus auf ihre eigene Tochter. Sie war der Kern Polana Vatras und die Plotkriegerin. Gerade nun mit der Kraft des Feuers könnte Epsilon definitiv siegen. Und Aurora geriet in größere Schwierigkeiten. Die Umgebung als solche machte ihr genug Probleme, da die Hitze sie schwächer und langsamer machte, während sie die Schwertfedern nun nicht mehr blocken konnte. Aus dem Hinterhalt versuchte Darkrai einen Angriff zu starten. Jedoch waren erneut die Flügel des Engels im Weg, in diesem Fall die Güldenen. Und als wäre die Lage noch nicht schlimm genug, ließ der Erzengel kurz von Aurora ab und flog in das Inferno in den Wänden, nur um mit brennenden Flügeln wieder herauszufliegen und nun auch Feuerwirbel aus all diesen Klingen zu bringen. Wie lange wollt ihr euch noch wehren? Brennt ihr so auf den Kampf? Dann muss ich euch wahrlich zum Rennen bringen, damit eure Hoffnungen und Träume schmelzen, wie ein Eis-Pokémon unter meiner Klinge. Um diese Drohung sofort wahrzumachen, sprang sie erneut auf Aurora los, welche jedoch bereit war. Kell war ebenfalls bereit zum Angriff, mit welchem er das Feuer direkt kontern wollte. Da Erdbeben gegen seine fliegende Gegnerin wohl kaum einen Effekt hätte, war also Gestein der Typ seiner Wahl. Während diese Angriffe jedoch nur Steine in einem Saal waren, war Epsilon ein Fels in der Brandung, welcher mit Stahlflügeln das Gestein durchtrennte, welchem Seraora sogleich ausweichen musste. Anders als Monagoras, welcher sich einen der Brocken griff und mit voller Wucht auf Epsilon schlug, welche dies nicht erwartete. Erneut verhinderte ein rotes Schild jedoch den Treffer. Und das Auge auf der Brust des Erzengels blieb geöffnet. So dachtet ihr also, würde es enden? Dachtet ihr, dass der gefallene Engel so schnell kraftlos schwinden würde? Drei Hiebe und aller Schutz schwindet. Glaubt nie, dass ihr dem Sieg nahe seid, wenn ihr mir in voller Macht entgegentretet. Das rote Auge begann zu strahlen. Grellrotes Licht erfüllte den Saal. Eine Art Silhouette schien sich hinter dem Antlitz des Engels zu bilden. Eine unförmige Kreatur aus rotem Licht, welche beinahe wirkte, als gäbe sie Epsilon Macht. War dies der gefallene Engel, welchem die teuflische Substanz ihren Namen verdankte? Was war das? Epolyxus, brenn sie nieder! Jene Silhouette schnellte nach vorne, und die Flammen umschlungen das Team, während Epsilon weiter angriff. Was auch immer dieses Epolyxus war, schien jedoch nicht zu mächtig. Vermutlich da die meiste Kraft seinerseits in Epsilon schlummerte. Doch das große Problem war, dass dieses etwas wahrlich unverwundbar war. Schlicht, weil es bloß lebende Flammen waren. Ein weiteres Hindernis gegen eine ohnehin gottesnahe Kriegerin. Und wie sollte die Gruppe jemals wahren Schaden anrichten, wenn denn das Schild von Epsilon nicht schwand? Eigentlich gab es nur einen Weg. Doch bevor Aurora überhaupt weiterdenken konnte, fand sie sich erneut unter dem Druck von Epsilons Angriffen wieder. Sie versuchte es dieses Mal mit einem schnellen Konterangriff. Doch alles schien abzubersten, während Epsilon um sich schlug, als hätte sie nichts zu verlieren. Doch erneut wandelte sich der Kampf. Als Epolyxus auf einmal verschwand und die rote Energie sich in der Schwertfeder sammelte. Kriegerin und Kaiserin, die Kraft des Blutgottes bescherte mir den Sieg, Aurora. Vielleicht wirst du eines Tages verstehen, weshalb ich all dies tun muss, wenn diese Welt eine bessere ist. Aber leider wirst du kein Teil dieser besseren Welt sein können? Farewell! Ohne zu zögern, schnellte die bluterfüllte Klinge auf das wehrlose Vulnona zu. Prallte jedoch gegen ein Arcani. Die Klinge drang tief in sein Fleisch ein und hinterließ eine riesige Wunde. Doch der Löwe schien sie nicht zu spüren. Epsilon, hast du nicht zugehört, als all dies angefangen hat? Epolyxus, glaubst du vielleicht wirklich, deinen Willen so zu bekommen? Dieser Kampf wäre vielleicht nicht entschieden gewesen. Vielleicht hättet ihr euer Schicksal ändern können.
Doch mit dem Blut hast du dein Ende besiegelt, Epsilon. Die Angesprochene schien nicht beeindruckt und setzte sofort einen weiteren Hieb nach. Wieder traf er, doch schien vollkommen ohne Auswirkung. Auch die roten Flammen schienen erzürnt aufzuglühen. Was willst du schon wissen, Akane? Du hast keine Bedeutung für diese Welt. Du bist nichts als ein Hindernis, welches mir in den Weg gelegt wurde. Du verstehst es falsch, Epsilon. Dieses Akane war durchaus ein Hindernis. Aber für dich nur, da du handeltest, wie du es tatest. Ich sagte dir, dass das Gute siegen würde. Und du hast dich entschieden, dich mit dem Teufel zu verbünden. Ihr wart nie die Helden. Du warst nie mehr als eine irre Epsilon. Du solltest nur glauben, dass du und Aurora gleich wärt, damit sie eine Prüfung hatte. Während erwähnte Plotkriegerin kein Wort verstand von allem, was hier vor sich ging, schien Epsilon zu realisieren. Du bist nicht mehr dieses Akane. Du bist der Autor. Du warst die ganze Zeit die Stimme seines Wahns. Oh nein, Epsilon. Zwar hatte ich immer die Möglichkeit einzugreifen. Dieses Akane ist meine Waffe. Doch die Stimme seines Wahns war eine andere. Dieser Wahnsinn ist der deine. Epolyxus, der Flammendämon. Und nun ist diese Reise zu Ende. Für euch beide. Kurz schien ein Funken der Angst in die schwarzen Augen der Plotkaiserin zu kehren. Doch sie wollte furchtlos wirken. Weißt du was? Genug! Wenn ich für dich nur ein Werkzeug war, dann muss ich nicht auf dich hören. Was willst du tun? Epolyxus ist dir ebenbürtig. Das wäre er, wenn er vollständig erwacht wäre. Doch wenn er dies wäre, wärst du nicht mehr am Leben. Und so kann ich tun, was ich will. Denn ich bin der Autor. Wie aufs Stichwort zerbarst das rote Auge auf der Brust der Engelsrüstung einfach, da ich es wollte. Sofort stürzte Kel sich auf die nun nahezu wertlose Epsilon und zerbarst die gesamte Rüstung. Als die verbleibenden Splitter auf dem Boden ruhten, verschwanden die Anteile des gefallenen Engels und ein schwer atmendes Sorak blieb zurück. Sie war geschlagen und hatte keine Kraft mehr. Deswegen hatte ich andere Prioritäten. Kel griff sofort nach der Schwertfeder und sprach: Aurora, ich werde dich erwarten. Reise nach Osten für Tage, bis du den Ort findest, welchen du als Verstand der Welt erkennen wirst. Ich werde warten. In einem Blitz aus Licht verschwand das Akani und hinterließ all die anderen Pokémon sprachlos. Bis auf Epsilon, die gequält aufstand. Nein, nein, meine Kraft, meine Rüstung, ich kann doch nicht. Panisch griff sie nach den Resten ihres einst glorreichen Gewandes. Doch diese löste sich in ihren Händen in kleine, lilane Partikel auf. Und hier endet diese Erzählung. Wie veränderte sich die Zukunft? Nun durch die veränderte Gegenwart. Der bekannte Kampf gegen den Seelenvirus, gegen EPX-01, fand statt. Doch im Anschluss reiste Aurora alleine. Machado blieb zurück und auch die Plot-Elite machte sich in Darkreis-Fall auf nach Kiratown, während der Rest seiner Wege ging. Epsilon trug der Rest Polanavatras mit sich. Somit erreichte Aurora die Höhle ohne Unterbrechung für das große Treffen. Nach dem großen Treffen und Kels Verschwinden würde Machado bleiben können, da die Begegnung mit der Plot-Elite nie stattfand. Epsilon war wieder frei. Und Hagel kehrte zurück. Auroras Trauer wurde etwas gemindert, auch wenn der Verlust weiter schmerzte. Doch auch Plot Unbound würde sich zeigen, als nahe der Sternarena der Riss entdeckt werden würde. Somit würde jene Gruppe, welche auch in der wahren Geschichte reiste, die fremde Dimension finden. Dort treffen sie nicht auf Zeta. Plot Unbound bliebe der einzige Gegner. Und ab dem die Gruppe diesen traf, würde alles identisch verlaufen, wie zur Wahrheit. So, dass ein gutes Ende für sie alle entstehen könnte.
just wanna be known, I just wanna be home. Feel like I'm all alone and I need to do it on my own, yeah.